So, dann werde ich mal hier nur ein paar Supplies sammeln, wenn ich schon mal da bin. Bin nämlich eh leer. Also wann das Refuge und Boulder's Cave war das, ne? Genau. Ich hätte schon vorher Supplies gesammelt, deswegen. Achso, okay. Ich lasse mal die da. Wanderers Refuge ist da unten. Und Boulder Cave ist sogar näher. Ah, nice. Das heißt Nord-Nordost Haben wäre wir zu erstmal noch groß. Boulder's Cave. Jetzt habe ich zum Beispiel, oh, jetzt habe ich zum Beispiel 4 Bananen im Inventar. Die esse jetzt einfach alle auf, weil ich habe so viele höherwertiges Obst in den Fässern gefunden. Ich Dann nehme tausche ich lieber das Bananen. mit. Ja, genau. Ah, gut, stimmt. Tauschen könnten wir ja auch. So, alles Einfach. weggegessen. Eine Ananas. Oh, haben wir so ein zweiter Ananas dann. Alles wegfuttern. Das verfressen. Madonna irgendwas? Nee. Wollte noch ein paar Bretter mitnehmen. Hat sehr viel gebracht. Oder Mission erhalten. Ich ignoriere die Bretter. momentan. Ja, die bringen halt nicht viel. Was immer ganz cool ist, wenn du eine Quest hast, bei der du dann zum Beispiel Obst sammeln musst, dann bekommst du wenigstens eine Obstkiste. Oh, das stimmt. Oh, hier ist noch eine Ananas. Wow. Aber mein Inventar ist voll. Der Chris hat gestern gemeint, eine Ananas zu essen bringt komplette Lebensenergie zurück. Zweimal. Zweimal sogar. Ja gut, zweimal, weil du zweimal reinbeißen kannst. Jo. Genau. Das lohnt sich halt voll. Die Ananas ist halt das Beste hier. Ja. So. Die Ananas noch wiederholen. Aber habe Risen ich auch Bowl, alles okay. drin gewesen. Ja, genau. Oben. Nord, Nördlich. Ah ja, Nordost. genau, ist ein kleines Eck. Das ist super. Nice. Dann richte ich schon mal das Schiff aus. Ach ja, die kleine Insel da vorne. Das brauchen hier noch irgendwie noch ein paar Kokosnüsse oder Bananen, aber wir müssten schon genug haben für zwei Personen. Ich glaube schon, das passt schon. Aber los. Das dürfte reichen. Bei 100 Kugeln. Über 100 Kugeln. Geil. Da geht was. Okay, Boulder's Cave. Ich dachte, wenn das Klapp. jetzt Smuggler's Cave wäre, ne, hätten wir direkt eine Quest gehabt dafür. Ich glaube, der Typ da hinten, die Schaluppe, nee, doch nicht. Das ist nämlich einer im Süden, ist so eine Schaluppe. Ich dachte gerade, der wartet jetzt halt, bis wir weg sind vom Außenposten und gibt dann ab. Aber der fährt irgendwo anders hin. Jetzt kommt der Kack-Megalodon schon wieder. Der mag uns. Der mag uns, Der hat uns ja. gewartet. Der hat auf uns, genau, der hat echt auf uns gewartet. Der Rote, ja, das ist dasselbe. Wir sind eh fast da, ne? Ins Ja, genau. Wasser. Der despawnt sowieso jetzt hat. Kannst dich bitte verpissen. Machst du mal Segel hoch, bitte? Komplett? Ja, mach gleich komplett. Wir sind ziemlich schnell da. Da liegt schon was am Strand. Nee. Das. Ich dachte, das ist eine Kiste. Eimer. Irgend so ein Holzzeug. Ich habe gerade einen Sound gehört, das klingt wie ein laufendes Wasser, aber das war es nicht. Wie ein laufendes Wasser, Ja, was ist das hier? wie wenn du ein Loch hättest. Achso. Gibt es bei Boulder Cay Na, immer schon schmalste dieses Satzung, Wrack? das wird hier sein. Das Wrack ist irgendwie neu, oder? Könnte es sein?
das möglich Irgendwie ist sein? das Wrack neu, da wo ich jetzt stehe. Ist mir vorher nie aufgefallen, ist doch neu. Oder bin ich jetzt bescheuert? Erinnerungsschatz. Die Kiste müsst du auch immer mitnehmen, meine ich. Ja, ich muss mitnehmen, auf jeden Fall. Supplies, da gibt es noch Supplies. Ich bin voll. Mist. Unsere Erinnerung, wir sollten oh, diese ich höre Orte wieder eine Mermaid. Warte mal. Oh. Irgendwo ist eine Mermaid. Also so allem, ich Dings. Drück gerade V oder irgendwie sowas, um eine Taschenlampe anzumachen. Hä? Also was für ein Spiel nicht. ist das? Oh, das ist eine rote. Alles vier. Dings, eine rote können wir, glaube ich, zur zweiten nicht schaffen, gell? Doch, klar, du kannst alles zweit schaffen. Echt? Ja, okay, dann machen wir das. Nur, du brauchst nicht was zu essen. Vergiss nicht, was zu essen mitzunehmen. Hab ich schon. Ja, ich hole gerade was. Nur einmal erst schießen und dann schlagen. Ja, genau. Dann machen Bei wir das dir? Doch. Bei mir, da wo ich jetzt bin, ne? Ja, eine Shotgun, aber das geht aber auch. Ist sogar noch besser. Ach da, Leute, ich sehe direkt hier neben. Huh. Ich hau mal drauf. Mich mal heilen. Ich meine, das brauchst du zwar nicht, du bist so ganz low life, wenn du mit drauf haust. Aber. Bin da. Und ich konnte dich heilen. Das muss ich auf jeden Fall. Genau. Und auftauchen. Ja, hab ich schon getan. Jawoll, nice. Das ist Pro-Gaming, da sage ich nichts mehr. Ne, ich sag nur, dass. Ich glaube, blau ist die schwächste gewesen, ne? Ja, das ist die schwächste. Ich kann es nur machen, ohne Leben zu verlieren. Genau, das kannst du alleine machen. Blaue. Alleine ohne Leben zu verlieren. Ja, genau. Jawohl, ja, ein bisschen was verlierst schon. Echt, okay. Deine drei Schüsse sind kaputt oder so. Okay, das ist auch geil, das haben wir noch nie gemacht. Ich habe immer bloß draufgehaut. Immer erst alle schießen und dann kriegt man meistens. So, unsere Erinnerung. Wir sollten diese Orte wieder aussuchen und unsere Andenken verstecken. Ja! So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Richtung. Unser erster Tanz. Das ist. Das ist im Norden wahrscheinlich. Ne, heute Wanderers Refugee ist links. Ne, Sellers Bounty. Ist südlich. Und was the Future. Das ist im Süden. Da ist, genau, im Süd. Ja, nur im Süden, genau. Hinter Kanten und Wolf. Oh, da gibt jemand ab, oder? Jemand ab beim Außenposten. Okay. Yay, Gegenwind. Hula! Aber volle Kanne. Ich dachte, ich habe einen Sound von Kraken gehabt, ne? Echt? Du hast einen Sound von Kraken gehabt? Ich dachte, ich habe einen Sound von Kraken gehabt. Zum Glück nicht. Da gibt übrigens doch keiner am Außenposten ab. Ich dachte das, weil es so hell leuchtet. Diese Galli, aber dabei ist es der Außenposten selbst. Ich mach grad Musik an, ne? Ich sehe die Playlist übelst Death Metal, Metalcore oder sowas, ne? Also einfach, ja, Hampshire Bird, Arch Enemy oder sowas. Das erste Lied, was kommt, ist das ruhigste Lied, was ich kenne. Echt?
Schlecht Das ist einfach, gewählt. einfach nur ein Intro gewesen. Das ist einfach nur ein Intro. Fahr mal rechts an der Insel vorbei. Aber wie lang ging das dann halt? Das ging ja was ganz kurz, oder? Was? Ja, 1 Minute 10. Ja, okay. Wenn das überhaupt ein Intro ist, ich glaube, es soll ein Transition. Einfach ja, mittendrin, einfach ein Transition. Sanctuary, hi. Ah, und da ist die andere Schaluppe wieder. Dann sehe ich die dritte Playlist, ich sehe nur Soul Within Temptation ist ruhig, Sins in Swain ist ruhig. Und dann sehe ich Rage of Blight, das ist ganz und gar nicht ruhig. So, gute Wahl, Spotify, gute Wahl. Ich werde mal angeln. Obwohl. Ich höre ein Hai, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Doch nicht. Gehen wir jetzt beide angeln und das Schiff fährt irgendwo hin. Na, ich hab keine Lust zu angeln. Okay. Haben die eigentlich noch irgendwas in dieser Zeit geändert? Von Leute? Ich überlege gerade, was haben wir denn sonst noch Veränderungen drin? Also einmal nach dem Angeln, was gab's denn da noch? Ich glaube nichts, oder? Ich glaube nix, ne. Na gut, es gibt neue Quests. Diese Söldner. Ne, Schmann, was ist neu? Doch, diese Söldner-Quest, dass man jetzt halt die Schießpulverfässer überall bei jeder Fraktion abgeben kann. Du konntest jetzt Schießpulverfässer beim Seelenorden abgeben und beim Goldhornern. Interessant. Na, ich sehe gerade, dass es ja wieder Söldnerseefahrten gibt. Genau. Schwarzpulverschmuggelfahrt. Genau. Ich glaube wieder Dublon. Ja, und dann gibt's noch die ganzen Sachen mit Gehester Totenkopflarre. Ja, genau. Aber nur dreimal abschließen, weil es ja Schwarzpulverfest ist, ist noch ein bisschen riskanter. So, Ja, das schon. Also, wenn du dann überall sichtbar bist. Aber dafür gibt es auch, glaube ich, Dublonen dafür, oder? Ja klar, 50 Stück bei dreimal machen. Hm. Habe ich gerade eigentlich eine Athena-Quest im Inventar? Willst du die eben annehmen für die Athena-Seemeilen? Ja, gerne. Könnte man die noch eben machen, Obwohl, aber das das dauert geht nicht. viel. Wir haben schon eine Quest angenommen. Doch, doch, es geht. Die sind separat. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, geil. Ich meine, die sind separat. Okay, dann nehme ich es gern an. Also, den kann man wenigstens die Seemeilen noch holen. Ja, genau. Muss bloß kurz den Fisch noch reinholen. Dann nehme ich es klar an. Normalerweise muss man ja erstmal abbrechen, um neue annehmen zu können. Die liegt jetzt einfach neben dem Buch. Ach so. So, und dann halt. Und man muss mal so viele Seemeilen, um die zu bekommen. Man müsste so fast da sein, oder? Glaub schon. Ich sehe gerade nichts. Ich sehe bloß den Fisch. Und wollen wir direkt oben anhalten? Also im Norden der Insel, oder? Habe jetzt nicht gesehen. Ich kann gerade nichts aufmachen. Ne, wir sind halt von oben nach unten. Ich frage, ob wir halt den Norden anhalten wollen oder nicht. Ach so, ja, machen wir gleich. Wo müssen wir denn hin bei Vanilla's Refugee? Steht das nicht dort? Da
Das ist nur ein Bild. Achso, okay. An dem Bild muss man sich orientieren. Dann halt mal einfach beim Norden an. Der Fisch will ihn locker lassen. So, jetzt habe ich ihn. Passt. Verdammte Fisch. Willst du wohl locker lassen? Nein. Werd endlich müde. Gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht. Der Fisch in der Pfanne verrückt. Ja, aber echt. Werd endlich müde. Na, endlich. Ah, ich glaube, das ist sogar ein Ding, sogar großer. Ja, sieht ein Trophäenfisch. Ja. Kannst du ihn wegnehmen, weil ich bin nämlich voll mit Nahrungsmitteln. Na super. Dankeschön. Oh ja, der ist groß, auf jeden Fall. Cool. Sehr gut. Auch gut angehalten, oder? Ja? Auch gut zum Stillstand gekommen hier. Ja, auf jeden Fall. Super geil. Hier konnte ich vertrauen, das sehe ich schon. Das ist voll im Griff. So, cool. Dann mach ich mich mal eben leer. Oh, da haut jetzt suchen. Yay. Hurra. So. Was steht denn da? Wir haben schon heimlich unseren Tanz auf Vanilla's Refuge geübt. George hat mich mit einer zauberhaften Spieldose überrascht. Uns zu üben. Hä? Aber. Ja, wo? Jemand Seite weiter. Wir haben zwei Seiten weiter. Ich habe ein paar mehr. Stimmt. Unser erster Kuss. Der erste Tanz. Ach, da. Ah, okay. Das ist. Genau, man muss jetzt den Ort finden, an dem sie getanzt haben. Weißt du, dass die Höhle in dem Bild ist? Ne, das kann nicht sein. Das, hier, das sieht gut aus, wo ich bin. Und von dort aus, wo du das Bild siehst, da ist es vergraben. Wie wenn dort der Fotograf stehen würde. Ich meine, muss man nicht den Tanz machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, du musst nur einfach, wie wenn du der Fotograf wärst, musst du dann ausgraben. Oh, Skelette. Komm genau von dem Baum her, was ich aus dem Bild ist. Hurra! Geh mal Hühnchen jagen. Dann müsste das theoretisch hier sein. Nein, es ist nicht. Du musst den Tanz machen. Oder doch? Leute, ich habe nichts gehört. Ich habe Maden gefunden in der Erde. Ja, stimmt, das ist neu. Gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die aus der Erde rauskommen, wenn du da reinstichst. Na gut. Aber ja, die Palme schaut da nach Hause. Stimmt schon. Schon recht. Warte mal. Dreimal zurück, einmal vor, das heißt zweimal zurück theoretisch. Und dreimal links. Und wieder baden. Hab's. Nice. Du musst den Tanz machen. Musst den Tanz machen, nur ich habe ein bisschen aufgelöst. Das heißt, vorne und zurück habe ich weggedenkt. Das ist einfach nur. Aber, was hast du da gemacht, da wo sie jetzt gestanden sind? Also, sie standen ja ungefähr hier. Ja, dann genau. Ich Rose-Perspektive genommen. Das heißt, ich hab mich so hingestellt wie Rose. Ja. So, dann musst du theoretisch Raumpass nehmen, zurück 2, 3, links 2, 3, zurück 2, 3, links 2, 3, dann nach vorne 2. Genau, zwei, also einfach nur noch nach hinten ein Schritt. Zurück? Immer drei Schritte. Achso, stimmt, drei Schritte, ja genau. Links. Zurück. Links. Vor. Gott, da bin ich mal ganz woanders. Ja, du bist ganz woanders, weil du musst hier stehen, wie ich, und in dieser Perspektive nach da schauen. Genau, also.
Also so, nee. Wohin hast du dann geschaut? Du musst die Höhle links von der haben, die da vorne. Das heißt, du musst so in die Richtung schauen, wo ich gerade schaue. Ah, stimmt, wirklich so wie auf dem Bild, gell? Stimmt. Ja, weil George hat nämlich genau die andere Perspektive. Ja. Stimmt, hast recht. Dann wird's passen, ne? Cool. Voll gut. Ach so, und du konntest das vom George aus auch machen. Cool. Genau, und deswegen auch, ich muss nur daran denken, in 3 Schritten zu zählen. Nice.